Der Suchende findet, der Drauftritt verschwindet. Aber weg ist ein Baumstumpf. Ui, das war ein Baumstumpf. Bisschen hochgeschnitten, gell? Ja, geht teilweise, oder ging teilweise nicht anders. Ja, man muss rumfummeln, das geht dann schon. Ich glaube, da wurden hier noch keine Baumstümpfe entfernt, oder? Nee. Da sind einige dann zu finden müssen. Aber ich finde das schon sehr interessant, dass jetzt denn, also fast wo das Spiel bald 2 Jahre draußen ist, wieder ein Update gab, gell? Naja, durch das Querland. Ja, aber der eine Fehler war doch schon länger, wo du gesagt hast, mit dem Blinker. Ja, aber... Oh, ich hänge hier auf dem Baum oben. Kannst du mich mal anschieben, bitte? Geht gerade nicht, Moment. Ich hab gedacht, ich kann drüber fahren, aber der Baumstumpf ist so hoch. Ja, mach doch das Ding hoch. Hab ich oben. Hä? Ich häng komplett in der Luft. Wo hängst du vorne? Ei. Einfach zurückschieben, jawohl. Danke. Weil der war schon extrem hoch. Optimal hier für den Regentag so hier arbeiten, gell? Nochmal zurück, so. Jawohl. Nee, nee, ich hab bloß ein bisschen was aussortiert hier. Ja, wir mussten erstmal unseren Balkon wischen. Okay. Weil der Regen so unwindig steht, dass der Wasser unter dem Balkon steht. Okay. Also da werde ich mich wahrscheinlich nochmal an den Vermieter wenden, damit das da kann ja nicht sein. Normalerweise gehört da ja so ein Abschluss in der Welt.
Wollen wir den Harvester nicht mal eintauschen gegen den alten? Ganz ehrlich? Ja, ich frag dich ja gerade. Ganz ehrlich, nö. Zurzeit gibt es keinen besseren Harvester, um zu sehen. Auch wenn er hier nicht ganz hinpasst, aber... Ich glaube, das mit den Lecken hat aufgehört bei mir. Ich glaube, dass das Update vielleicht fertig ist. Könnte sein. Ja, weil ich hatte gestern ein Windows-Update gehabt und ein anderer Rechner, der war schon länger nicht an, also vermute ich mal, dass der auch ein Update gehabt hat. Ja, okay. Ups, jetzt habe ich das Rohr... ich wollte eigentlich hier das hier machen. Ja, die MS sind wieder ganz normal, also dürfte das Update fertig sein. Das Einzige, was hier vielleicht noch mal interessant wäre, wäre ein Bagger für solche Schichten zum Aussortieren. Hm? So ein Bagger und ein Greifer oder so, das wäre noch mal eine Geschichte. Ja, da gibt's doch hier die K700. K700? Ja, wo du ich hast hier die Poltergabel. Erbst doch in der DDR so ein Bagger. Meinst du den 174er oder? Er kann aber den anderen auch meinen. Nee, ja, ich glaube der 174er war dieser Vollbagger. Nee, ich meinte den eigentlich den kleinen, der vorne so zwei Räder hat, wo das ganze Geschoss vorne drauf war. Der so ähnlich aussieht wie der neue Pontiac. Da war die ganze Greifarmgeschichte auf der Vorderachse. Und du hast hinten entweder als Cabrio oder als Voll. Ich weiß aber nicht, wie der heißt. Da müsst ihr uns den Herrn Meister fragen. Hast du mal den RS09, aber... War das RS09? Ich weiß nicht. So die verschiedene Anbauteile an die Stütze, Bahn oder sowas alles. Nee, das war... Ich weiß nicht, kann auch sein, dass es ein Russe war. Ich weiß es nicht. Wie gab es? Wie sind die Rede gleich genannt? Ich muss mal gerade eben mal ganz schnell gucken hier. Warte mal. Wahnsinn. Gibt's ja einmal den T188 Bagger in Kruppschmidt. Dann, ach hier, TIH 455.
Also ich muss wirklich sagen, hier sind viele Baumstümpfe. Sind auch viele Bäume gefallen. Naja, ich habe ja auch schon viele weggemacht gehabt. Vor ein paar Wochen. Ach, die gibt's gar nicht mehr, die Webseite, das ist ja auch gleich. Das ist meistens so, dass Sachen verschwinden, irgendwann mal. Weil die für die Leute dann nicht mehr rentabel sind. Oder weil sie irgendwas gemacht haben, dass sie dann dicht gemacht worden sind. Hat's ihn verdrückt ein bisschen. Weil da musst du mal gucken, ob du hier so längs so mal an vorbei stellen kannst und immer ein paar Sachen hier wegnehmen kannst. Okay.